Wir haben danke, tut mir leid. Bitte. Nein. Ja, ganz schön penetrant, ne? Ja, ganz schön aufdringlich. Schönen guten Tag. Den Herr Bauer suchen wir. Ich bin der Herr Bauer. Das trifft sich gut, Detektiv Stahlkoch-Reinhardt. Hallo. Schön, dass Sie zu mir gefunden haben. Gut, dass Sie hier sind. Wir haben telefoniert. Ja. Worum dreht sich denn genau? Also, um das ein ganz klein bisschen darzustellen, mein Geschäft, das existiert seit 10 Jahren, das habe ich aufgebaut, mir eine tolle Kundschaft erarbeitet, da hängt mein Herzblut dran. Jetzt habe ich aber seit ein paar Wochen ein sehr seltsames Problem. Auf einmal tauchen immer mehr Bettler auf. Mhm. Und zwar meistens mehrere. Und das Schlimme daran ist, die sind sehr aggressiv beim Betteln. Das haben wir gerade gemerkt. Mhm. Dann trauen sich aber die Kunden nicht mehr hierhin. Dann gehen die lieber weiter, gehen zur Konkurrenz. Ja. Und dadurch habe ich jetzt erhebliche Umsatzeinbußen. Das ist bitter, klar. Und das ist ein echtes Problem. Haben Sie das der Polizei schon gemeldet? Polizei, Ordnungsamt, habe ich alles schon probiert, ein paar Mal Polizei angerufen, aber die sind gar nicht zuständig. Typisch, und das Ordnungsamt kann nicht wirklich etwas tun, solange keine Rechtsbrüche vorliegen. Das heißt, draußen ist ja freies Gelände. Stimmt, leider. Ja. Ist Ihnen denn irgendwas aufgefallen, dass Sie zum Beispiel irgendwie in Gruppen auftreten, sprechen überhaupt Deutsch? Also das, was Sie mit den Gruppen sagen, das ist ganz auffällig, sind immer mehrere. Ja. Und Sie sprechen ganz, wenn überhaupt, gebrochen Deutsch. Die Sprache meine ich so osteuropäisch zuordnen zu können. Die kommen und gehen zusammen. Die kommen ganz oft in kurzen Zeitabständen. Ne? Mhm. Also nicht jetzt direkt zusammen, aber innerhalb einer halben Stunde tauchen plötzlich 3-4 Leute auf davon. Das hört sich für mich fast nach Battle-Mafia an, osteuropäische Battle-Mafia. Ja. Battle-Mafia? Was ist Battle-Mafia? Das sind Menschen, die werden hauptsächlich aus Osteuropa, werden nach Deutschland gelockt unter dem Vorwand, dass sie hier einen super Job kriegen. Ja. Sobald die in Deutschland sind, werden denen die Pässe abgenommen und dann werden die mit Gewaltandrohung quasi zum Betteln gezwungen. Mhm. Und wenn die nicht genug Geld bringen, dann kriegen die halt Schläge. Ne? Also so läuft das System ab da. Und das wäre natürlich heftig, ja. Was mir ganz, ganz wichtig ist einfach, damit ich hier weiter existieren kann, damit ich weiter mein Geschäft machen kann, dass Sie irgendeine Lösung finden, ja, dafür müssen wir wie wir das vielleicht in den Griff kriegen können. Wir nehmen den Auftrag sehr, sehr gerne an. Wir möchten Ihnen auch helfen. Toll. Zumal, wenn das wirklich so eine Battle-Mafia ist, was schon sehr nah klingt, müssen wir das auf jeden Fall lösen, das Problem. Es geht ja auch um Ihre Existenz. Ne? Ja, also so der schöne Laden hier, der soll ja nicht kaputt gehen. Genau. Also wir nehmen den Auftrag gerne an. Und sobald es Neuigkeiten gibt, News, wir machen uns jetzt einen Plan, melden wir uns sofort bei Ihnen. Ja. Super. Herr Mir Bauer? Fällt ein Stein vom Herzen. Er ist die Dame. In diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank. Melden Sie sich sobald wie möglich. Machen wir umgehen. Machen wir. Ja? Finden Sie eine Lösung. Das wir hängen können uns Sie sich rein. Drauf verlassen. In diesem Sinne. Tschüss, Tag, ja. Tschö. Ich kann das vollkommen verstehen. Der Herr Bauer sorgt sich um sein Geschäft. Ich meine, es geht hier um seine Existenz. Auf der anderen Seite sind das arme Leute. Ja, die Vermutung liegt halt nahe, dass es hier um die Battle-Mafia geht. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier auf die Lauer legen und eventuelle Hintermänner ausfindig machen. So, Marino, kommen Sie rein. Die Dolmetscherin, die ist schon da. Ist geht schon da durch, da. Ja. Ich bin auch in der Kennzeichenüberprüfung. Alles klar. Hallo. Cool. Guten Tag. Wir kennen uns ja schon. Christa Häuber, hallo. Hallo. Also ganz kurz, wir haben Sie gerade so ein bisschen beobachtet. Wir sind ihr hinterhergerannt. Sie ist ängstlich weggerannt, bettelt. Und wir müssen einfach ein bisschen mehr rauskriegen. Wir wollen jetzt einfach nur wissen, wie lange ist sie schon hier? Oder wer ist ihr Arbeitgeber, beziehungsweise für wen arbeitet sie, was macht sie hier? Od kogo si tu, za koga работиш? Искат да знаят. Аз съм на 2 седмици, 3 седмици тук със сестра ми. Сестра е вохен, мити е швеста, на Deutschland gekommen. Warum? Защо? Ами, защото ни обещаха да работи много добра работа и защото майка ни няма пари, а баща ми умря. И нямаше какво друго да направим, освен да дойдем тук. Man hat ihnen einen gut bezahlten Job hier versprochen. Ihr Vater ist gestorben und die Mutter konnte nicht mehr für die Familie sorgen und ja, sind nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Offenbar. Und was ist dann jetzt hier passiert? Beziehungsweise was macht sie jetzt hier? Какво правиш сега? Какво се е случило? Ами ние дойдохме и ни взеха паспортите. И след това ни накараха да просим по улиците.
И трябва да си даваме всичките пари на Станимир и Златко. Станимир и Златко? Man hat ihnen ihre Pässe abgenommen. Oh. Und ja, sie gezwungen, auf die Straße zu betteln. Ja. Und das ganze Geld geht an Stanimir und Zlatko. Wer? Zwei Männer. Was spielen die für eine? Ach so, da geht das Geld hin. Ja. Kennen Sie denn den Boss? Weiß ich, wie der heißt? Kaksikas war Chef einer das Bande. Ich weiß den Namen nicht. Okay. Auf jeden Fall ist das schon mal. Das bestätigt sich alles, das, was wir schon vermutet haben. Да отида при сестра ми, защото те ще я накажат заради мен. Си мяхте от своя швеста и ецге. Окей, на данс? А, окей, аз клас. Ich müsste doch ganz kurz stören. Ich habe das Ergebnis der Kennzeichenüberprüfung. Und zwar hat das Auto gemeldet auf einen Boris und er ist in Bulgarien wegen Geldwäsche vorbestraft. Okay. Und in Deutschland, also man munkelt, dass er auch hier krumme Geschäfte macht. Wollte ich nur mal kurz. Okay. Danke. Sagen Sie ihr bitte noch, dass wir ihr helfen wollen. Wir wollen ihr helfen, dass sie aus der ganzen Bettelmafia-Geschichte rauskommen. Wir müssen sie jetzt begleiten sie jetzt noch mal, passen auch auf sie auf, dass ihr nichts passieren kann. Не трябва да се притесняваш. Те са до тебе, ще бъдат плътно до тебе и искат да ви освободят от тази мафия. Und wollen Sie und Ihre Schwester da rausholen? Ja. Тебе и сестрата. Не трябва. Wir fahren jetzt am besten. Okay? Ja. Wir können sich das nicht mitnehmen. Ja, also das, was wir vermutet haben, wurde uns gerade bestätigt. Das Ganze hat ja was mit der Bettelmafia zu tun. Pam konnte das Nummernschild ausfindig machen, haben jetzt wahrscheinlich den Namen von dem vermutlichen Boss, wissen das aber nicht ganz genau. Wir werden jetzt mit der Luba mal mitfahren, beobachten, beschatten und wir hoffen, dass wir durch sie an die Hintermänner rankommen können und dadurch ihr und ihrer Schwester helfen können. Ja, ja, das ist derselbe Bus. Ja, ja, das ist der Typ. Scheiße, jetzt geht's los, Chris. Jackpot. Kannst du was sehen? Ich sehe nichts. Ja, ich sehe ein bisschen. Guck mal, guck mal. Der hat sie. Der hat die am Arm. Unser Plan geht auf. Wunderbar. Ich habe trotzdem Angst, aber wir müssen dranbleiben jetzt hier. Hoffentlich nimmt er die jetzt auch mit. Dann heften wir uns direkt dran. Zählt er die ins Auto oder kontrolliert er jetzt nur das Geld? Nee, nee, guck, nee, der guck schmeißt sie ins Auto rein. Scheiße. Boah, ja. Aber wie, ey? Das ist für die das ein ist ein nicht Stück normal, Fleisch. Ey. Das ist Fleisch. Das ist nicht normal. Ich hefte mich jetzt direkt dran. Ja, unser Plan ist jetzt aufgegangen. Die Bettlerin, die wurde jetzt ins Auto reingezerrt. Für uns natürlich absolut top. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hinterherzufahren und ich hoffe, dass der Weg zum Boss führt. Sind Sie da? Ja, ich bin in der Ecke. Zieh mir erstmal mal die Jacke an. Wenn die Bullen kommen, müssen die uns erkennen können. Zwei Typen? Ja, zwei. Zwei Typen. Oder die Frau, die ist auch. Ich glaube, die war es. Dann wollen wir nur mal hoffen, dass hier der Boss kommt. Ja, wir können. Nicht bleibt ganz ruhig. Wer bringt uns das, wenn wir jetzt hier die beiden Pisser schnappen? Wir brauchen den Kopf. Ja, sonst wächst der Gürtel immer wieder nach. Na komm, warte, komm, laut. Oberste Vorsicht. Ja? Du kümmerst dich um den Mädel. Ich gebe dir den Typen. Typen. Das ist ja, wir wissen ja nicht, wie viele Leute jetzt aussteigen. Unsere Sicherheit geht vor. Die fallen, wir stehen. Okay, action. Hey! Hey!
Was geht hier los? Was ist hier? Wer bist du? Wo ist sie? Die Zeit da hinten. Wo ist Oma Pila? Digga, wer ist hier? Was hier? Bitte. Ganz ruhig, komm. Wo ist die Schwester? Wo? Ja, ich passe jetzt hier auf die schweren Jungs auf. Derweil suchen Cora und Carsten nach den Bettlern. Und in der Zwischenzeit rufe ich jetzt erstmal die Polizei an. Ja, wir sind jetzt hier, wir leben im Euer hier von dieser kaputten Fabrik. Ja, und ich befürchte einfach mal, dass die ihre Nachtlager aufgeschlagen haben. Aber ich höre keine Stimmen. Keine Ahnung, zum Glück haben wir uns noch ein paar Taschenlampen besorgt, denn ich bin ja auch ein bisschen nachtblind. Meine Uhren funktionieren so richtig. Jetzt müssen wir aber klicken, wo die sind. Komm. Da vorne, da, Tür, da liegen Schlafsäcke. Hier, guck mal. Liegen sie da? Okay. Scheiße. Alles leer. Scheiße. Warte mal. Bleib ruhig. Ruf mal deine Schwester. Danke! Danke! Achtung, bleib hier. Warte, hinter uns, bitte. Warte, bleib da. Hallo? Hallo? Genesi, danke! Warte. Hallo? Hier bleiben. Danke! Ohne! Das gibt's doch gar nicht. Alter, wie Tiere! Bitte! Wie Tiere! Gib mir mal die Handschuhe. Nein, das ist was alles in Scheiße. Ist da noch jemand drin? Alles in Ordnung? Danke, Kolter! Okay. Sie sollen nach hinten gehen. Sag, sie sollen nach hinten gehen. Weg. Nach hinten? Nein. Sie sollen weg. Weg. Ich werde uns trainieren. Das ist für das Bier von Tata. Okay. Wir trainieren. Okay. Was ist immer die Tasche? Also die Nummer hier ist ja wirklich das Letzte. Ich meine, das ist hier organisiertes Verbrechen, Bettelmafia. Ich meine echt, das sind die Schwächsten der Schwächen. Die haben schon gar nichts, sind am Boden, leben hier im Endeffekt unter ganz krassen Bedingungen bei Minusgraden, Pense auf dem Boden. Und da kommt so eine Scheißer da und zerstören ihnen auch noch ihr Leben da, sperren sie ein wie Vieh. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es am liebsten da hinten eingesperrt, die Penner, und nie wieder rausgelassen. Jetzt keine Angst, ist alles vorbei. Keine Angst mehr, die liegen da, keine Angst mehr. Carsten, habt ihr alles gefunden? Ja. Da haben sie gefunden. Ich hab die Polizei schon gerufen. Schnauze da unten. Wir helfen euch, alles wird gut. Ja? Danke, Cora und Chris. Gehen Bulgarien. Mami. Ich bin natürlich froh, dass wir die Köpfe der Bande hier haben festsetzen können. Die werden auf jeden Fall ihre gerechte Strafe bekommen. Gott sei Dank konnten wir der Luba und den anderen helfen. Und wir werden jetzt natürlich alles drum geben, dass sie die Chance haben, schnellstmöglich nach Bulgarien zurückzukommen. Ja, und morgen werden wir erstmal unseren Auftraggeber kontaktieren, damit der auch Bescheid weiß, dass die Bettelei jetzt in den Jahren.